Meine Damen und Herren, Sie hören gleich die Seguidilla der Carmen, Près des Remparts de Sevilla aus Georges Bizets gleichnamiger Oper. Nach einer Messerstecherei, bei der sie eine Kollegin verletzt hatte, wartet Carmen darauf, ins Gefängnis abgeführt zu werden. Zu ihrer Bewachung ist der Sergeant Don José abkommandiert. Carmen versucht nun, den Sergeanten zu überreden, sie laufen zu lassen. Und wie macht sie das? Sie singt diese verführerische Arie und teilt ihm mit, dass ihr bevorzugter Aufenthaltsort die Taverne von Lilas Pastia sei. Ein Ort, an dem man sich allein, aber doch sehr langweilen würde. Und übrigens habe sie auch gerade ihrem letzten Freund den Laufpass gegeben. Man kann sich denken, dass diese eindeutige Aufforderung Don José nicht kalt lassen wird. Sie hören Irene Roberts, Ensemblemitglied der Deutschen Oper Berlin seit 2015, hier bereits in vielen tragenden Rollen zu erleben, so als Urbain in Meyerbeers Les Huguenots, als Muse und Niklaus in Le Comte d'Hoffmann und natürlich auch als Carmen. Begleitet wird Irene Roberts von Donald Runicles, dem Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin. Mm-hmm.